als auch Medienvertreter, liebe Sponsoren und Fans, herzlich willkommen zur Pressekonferenz zum Spiel der Kassel Huskies gegen die Bayreuth Tigers mit dem Endstand 4:3 nach Verlängerung vor 2.927 Zuschauern. Ich begrüße hier vorne den Gästetrainer Sergej Basmiller und den Trainer der Kassel Huskies Rico Rossi. Zunächst bitte ich Sergej Basmiller um sein Statement. Ja, hallo, guten Abend. Erstmal natürlich gratuliere Rico und der Kasseler Mannschaft zum Sieg. Und so wie es halt in Eishockey bei uns war, der in Oberteil haben wir gewonnen und heute hat der Kassel gewonnen. So ist es in Eishockey. Ich glaube, wir haben heute ein attraktives Spiel gesehen mit viel Kampfgeist, mit viel Leidenschaft. Beide Seiten wollten nicht nachlassen, jeder hatte gegeben. Alles gegeben und versuchen die Räume eng zu machen, in Zweikämpfe gegangen. Ganz wichtig war, dass wir auch taktisch sehr diszipliniert gespielt von Defensive raus. Wir haben versucht, unsere Konterchancen zu verarbeiten. Aber wie gesagt, das Kassel ist eine gute Mannschaft und da hier Punkt zu holen, sage ich jetzt heutige Zeitpunkt mit unserer Mannschaft oder im Rahmen unserer Möglichkeit, wir haben heute unsere Kritik rausgetan. Wir haben gesehen, wie die Mannschaft ist mit Knick in die Kabine gegangen, weil wir haben wirklich super Leistung abgeliefert, wir haben richtig gekämpft und dadurch kann ich nur meine Jungs loben, die haben wirklich alles gegeben heute. Aber ich denke, für die Zuschauer war es sehr interessant und darauf würde ich sagen, dass können wir das so weiter so arbeiten und aufbauen und dann entsprechend die Siege irgendwann auch bekommen. Danke. Danke, Sergej Wassmiller. Rico, deine Einschätzung zum Spiel. Ja, danke schön, guten Abend zusammen. Natürlich freut mich auf den Sieg. Das war ein sehr hart, wie Sergej gesagt, sehr hart gekämpfter Sieg. Beide Mannschaften hat sie körperbetont gespielt, taktisch gut gespielt. Und muss man auch sagen, bei Leuten, der spielt, zeigt sich Snap sehr gut und es ist schwer durchzukommen und ganz wenig Chance ausgegeben, aber trotzdem, wir haben eine gute Chance ausgearbeitet und die Tore sind in der Zeit gemacht. Wieder zwei Special Teams, zwei Powerplay-Tore, wieder gute Zahl sehr gut. Es freut mich wirklich für die Jungs, dass sie jetzt in die Novemberpause, hier in die Deutschland Cup-Pause mit einem Sieg gehen und mit einem sehr positiven Wochenende. Danke, Rico. Gibt es Fragen der Presse- und Medienvertreter? Rico, was war mit Brain Pin? Die Frage zu der Verletzung von Brain Pin? Ja, der hat eine untere Körperverletzung, wenn er auf die Bande gelandet hat. Und wir würden kein Risiko mit ihm nehmen. Jetzt, wenn wir sowieso haben, eine Pause. Gibt es weitere Fragen? Das ist nicht der Fall. Dann komme ich zu den Zwischen- und Endständen aus den anderen Hallen. Zwei Partien sind bereits beendet. Krimitschau gegen Weißwasser 5:2. Kaufbeuren gegen Heilbronn 1:4. Die weiteren Zwischenstände. Freiburg gegen Bietigheim 2:0 im dritten Drittel. Riesersee gegen Dresden 1:1 ebenfalls im dritten Drittel. Frankfurt gegen Ravensburg 1:1. Das war der Zwischenstand nach dem zweiten Drittel. Und Bad Nauheim gegen Bad Tölz 4:4 im dritten Drittel. Am kommenden Wochenende finden aufgrund der Deutschlandcup-Pause keine DL2-Partien statt. In der darauffolgenden Woche treten die Huskies am Freitag in Garmisch-Partenkirchen an, die am Sonntag ab 18 Uhr das nächste Heimspiel hier in der Eissporthalle Kassel ansteht. Gegner sind dann die Heilbronner Feigen. Ich bedanke mich für Ihr Kommen und wünsche Ihnen und natürlich insbesondere dem Gast einen guten Heimweg. Thank you.